Peace, meine Damen und Herren, was geht? Mein Name ist Stefan Hirt. Ich darf euch erneut begrüßen zu einem Video von mir. Heute zu den besten Strickswörtern bzw. zu den besten Graphic-Strickswörtern. Also ich werde euch jetzt nur Strickswörter empfehlen mit beispielsweise Branding oder irgendeiner Musterung drauf, weil ich persönlich finde solche Strickswörter noch ein bisschen cooler als halt irgendwelche Basic. So ist natürlich auch cool, aber ich finde halt solche einfach noch ein bisschen cooler einfach. Bevor wir aber anfangen, wollte ich mich noch bei euch bedanken für das mega krasse Feedback, was die beiden Black Friday Videos von euch bekommen haben. Ich freue mich immer über jeden Support von euch, ob es jetzt ein Like ist, ein Kommentar oder sogar ein Abo. So, ich freue mich über jeden Support. Natürlich auch nur, wenn euch die Videos gefallen. Dementsprechend aber fangen wir jetzt aber mit dem ersten Twitter an. Wie immer fangen wir bei dem Format bei dem günstigsten an und arbeiten uns dann hoch zum teuersten. Hier der Anfang macht einer von ASOS bzw. von Menace, der 55 Euro ein paar zerquetschte kostet. Ein Camouflage-Strickswetter finde ich sehr, sehr cool. Das Beste hier dabei noch ist, dass ASOS halt diesen Size Finder noch anbietet. Sprich, ihr könnt eure Maße eingeben und kriegt dann prozentual eine Auswertung raus, welche Size euch am besten passt, bei welchem Schnitt, also beziehungsweise bei welchem gewünschten Schnitt ihr gerne bei den Pieces hättet. Natürlich hat ASOS noch mehr Strickswetter als nur den. Das ist halt aber mein persönlicher Liebling, durch die halt ich mich durchgestöbert habe. Ebenfalls, wer auch noch sehr coole Graphic-Strickswörter anbietet, ist Weekday, die kosten alle 50 Euro herum. Hier habe ich mir einen ausgesucht in Braun mit einem roten Schriftzug. Size Guide technisch kann ich hier nicht viel dazu sagen, weil die sagen hier nichts Konkretes, außer halt, dass der Strickswörter in M, glaube ich war es, 64 cm lang ist und 60 breit. Ist natürlich relativ ungenau. Ich würde aber hier einfach mal sagen, dass man da True to Size gehen sollte zumindest. Dennoch würde ich aber auch empfehlen, Weekday Strickswörter technisch immer ein Auge zu behalten, weil die immer ein paar sehr coole anzubieten haben und die aber auch relativ schnell sold out gehen. Deswegen halt im Blick behalten, falls da vom Style ungefähr die euch gefallen sollten. Der zweite Strickswetter kommt von einer Workwear-Brand, nämlich von Carhartt. Ist relativ basic gehalten mit schwarz und einem weißen Branding drauf. Kostet 90 Euro, ist schon eine Stange Geld. Man muss aber auch dazu bedenken, dass Carhartt sonst nicht Strickpullover macht. Also ist schon relativ was Besonderes. Dazu sind aber auch solche Workwear-Brand bzw. Workwear-Brand-Pieces gerade sehr beliebt und auch gerade sehr in Mode. Also ich denke mal, Leute, die sowas gerade sehr mögen, denke ich mal, haben da auch ein ganz cooles Piece einfach von Carhartt. Der dritte Strickswörter ist einer meiner persönlichen Favoriten, nämlich kommt er hier von NDG Studios. NDG Studios, eine französische Streetwear-Brand, die hier einen Strickswörter haben mit diesem Skelett-Oberkörper. Falls Leute jetzt irgendwie sagen, ja, das ist aber von Capital oder so, also diese ganzen Strickswörtern oder beziehungsweise Strickpullovern mit diesen Skelett-Oberkörpern oder auch im Unterkörper, gibt es ja auch Hosen davon, sind etablierte Designelemente. Das wurde auch schon damals in den 2000ern getragen, zum Beispiel Kanye. Wenn ich das Bild finden sollte, werde ich es auch nochmal einblenden. Aber Kanye hat mal beispielsweise so ein Sweater auch mal angehabt. Dementsprechend, das ist ein etabliertes Designelement, also nicht drüber aufregen. Der kostet hier 90 Euro, ist denke ich damit auch die beste Capital-Alternative, die man so finden kann, wenn es um Zusammenspiel von Qualität und Design geht. Size Guide technisch, das Model hier ist 1,88 Meter groß, trägt Größe M. NDG Studios sagt hier aber, dass ihr ruhig eure normale Größe nehmen sollt. Und ja, ebenfalls aber, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass NDG Studios auch noch ein paar coole Paisley-Pieces habt. Also auch mal da gerne mal reinschauen, was die allgemein so im Sortiment haben. Vielleicht gefällt da dem einen oder anderen da was. Der vierte Strickswörter hier ist einer meiner persönlichen Favoriten mit dem von NDG Studios, nämlich kommt der hier von Don't Care. Don't Care, eigentlich ja eine Brand, die mehr bekannt ist wie ihre College-Jacken. Die haben jetzt aber hier ihren allerersten, glaube ich zumindest, Strickswörter rausgebracht. Ist ein sehr cooler, muss ich sagen. In einem Off-White-Ton mit einem grünen Schriftzug drauf. Size Guide technisch würde ich da relativ doch schon true to size gehen. Der kostet hier 100 Dollar, ist in Euro umgerechnet 92, 93 Euro ungefähr. Die shippen aber aus China, also ich würde auf der Bank bei euch also nochmal 20, 30 Euro nochmal zurückhalten wegen Steuer und Versand nochmal. Und ja, definitiv aber trotzdem ein sehr cooles Piece und von Don't Care habe ich immer nur qualitativ und so wie auch vom Fit immer nur sehr cooles Zeug gesehen, deswegen hier eine ganz klare Empfehlung. Der fünfte Strickswörter hier, kein Strickswörter an sich, den ich hier empfehlen möchte, sondern eine Brand, die sehr coole macht, nämlich Carlo Colucci. Und Carlo Colucci gerade bekannt geworden durch Biggie, weil der
in den 90ern mega oft die getragen hat und dem seine Outfits teilweise von denen mega krass geprägt worden sind. Hier würde ich aber speziell, also auch wenn ihr die im Webshop euch noch kaufen könnt, ich würde hier aber die Vintage-Varianten euch da einfach empfehlen. Da variieren die von 40 Euro bis 200, 300 Euro, also die Preisspanne hier ist immens weit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich da am besten welche? Da einfach eBay-Kleinanzeige, Kleiderkreisel oder bei eurem Vintage-Shop, falls ihr da welche habt online, auch da einfach gerne mal reinschauen. Ein gutes Beispiel, ein Vintage-Shop, wo ich weiß, dass die welche anbieten, ist Double Double Vintage. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, sowie auch die ganzen anderen Brands, die ich schon erwähnt habe und auch noch kommen werden. Der letzte Strickswetter hier kostet stolze 250 Euro, kommt von 032C. Die haben Juni herum ihre Kollektion gedroppt, da war der schwarze dabei mit dem weißen Branding. Die haben jetzt aber zwei neue rausgebracht, einmal einen Camelbraun mit schwarzem Branding und einen in Rot mit schwarzem Branding. Ich persönlich finde den in Braun und Schwarz am coolsten, der mit Rot ist mir ein bisschen zu aggressiv, meiner Meinung nach zumindest. Und Size Guide technisch würde ich hier True to Size gehen, wenn nicht sogar noch eine Size hoch für einen coolen Oversize Fit. Und ja, das war's dann mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher euch hier am meisten gefallen hat, also welcher Sweater. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder abonniert doch gerne den Kanal, falls euch das Video gefallen hat und ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Dementsprechend hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video von mir wieder.